bei uns der Coach. Ja, Glückwunsch zu einem Punktgewinn, möchte ich fast ungern sagen, weil der Waldhof so geil hier die erste Halbzeit auch gestaltet hat. Es war wirklich ein Fest, was deine Mannschaft hier aufgeboten hat. In der zweiten Halbzeit haben wir dann irgendwie Probleme gekriegt aus dem Nichts, können wir uns selbst nicht erklären. Wie fasst du das Ganze zusammen? Ja, eigentlich genauso. Also die erste Halbzeit kann man kaum besser spielen. Die komplette Spielanlage, die Positionen, die wir wirklich dynamisch auch gut belaufen haben und immer wieder den Ball gefordert haben, das haben wir super gemacht. Das Umschaltspiel war da. Wir müssen eigentlich zur Halbzeit 5-0 führen. Und wenn du das Ergebnis hochfährst, dann kommt der Gegner auch nicht mehr zurück. So haben wir den Gegner im Spiel gelassen. Wir wissen, mit dem Anschlusstreffer gibt es dann nochmal eine zweite Luft. Und wenn dann so ein Timmy Thiele und ein Risse reinkommen, dann ist dann natürlich auch nochmal Qualität, die nachgesetzt wird. Die Spielweise haben sie in der zweiten Hälfte geändert. Die haben dann auf lange Bälle gesetzt, die der Timmy Thiele vorne auch gut festgemacht hat. Und das war dann für uns erstmal eine Umstellung. Durch das Eigentor, was wir uns selber reinkloppen, ist der Gegner dann natürlich in der Lage gewesen, den Anschlusstreffer wieder herzustellen. Und dann ja, ist es halt einfach unglücklich gelaufen, weil Torchancen hatten wir auch noch in der zweiten Halbzeit, sehr gute sogar. Der Torwart von denen hat überragend gehalten heute, der hat die Mannschaft komplett im Spiel gehalten. Und damit müssen wir heute leider mit einem Punkt leben, auch wenn wir drei verdient hätten. Was nimmst du Positives mit und welche Hausaufgaben hast du dir ganz oben auf den Zettel geschrieben nach dem Spiel heute? Ja, die Hausaufgaben sind klar, wir müssen an der Chancenverwertung arbeiten, definitiv. Und positiv, die komplette erste Halbzeit kann man nicht besser spielen, das geht nicht besser. Und das muss man einfach als Maßstab nehmen und sich immer wieder der Herausforderung stellen, dieses Niveau zu halten. Und das ist das Entscheidende, weil wenn du dieses Niveau hältst, dann wirst du auch deine Punkte holen in der Liga. Und natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit die ein oder andere Chance auch noch zugelassen. Aber okay, der Gegner hat auch eine super individuelle Klasse, das darf man nicht vergessen. Und nochmal Kompliment trotzdem an die Jungs, die haben heute wirklich 90 Minuten hier richtig Vollgas gegeben und freut mich, dass Sie das auch so gesehen haben, dass die erste Halbzeit schon sehr, sehr gut war. Ja, auf jeden Fall. Wir waren mega begeistert. Jetzt haben wir natürlich das Spiel von Dresden angeschaut. Ihr natürlich auch, gehe ich stark von aus. Können wir in Dresden genauso aufspielen? Wir können immer so aufspielen. Das ist eine Frage der Art und Weise, einmal der Einstellung und des Selbstbewusstseins, wie man die Bälle fordert und wie man das Spiel aufbaut. Natürlich ist das immer dem Gegner geschuldet, dass man das in Nuancen verändert, weil der Gegner auch andere Positionen bezieht und das ein bisschen anders aufbaut. Dresden hat zum Beispiel in einem 4-5-1 agiert in Kaiserslautern. Das war heute ein Anlauf mit einem 4-4-2. Da muss man das Spiel ein bisschen anders eröffnen. Aber ich denke, dass wir die Jungs wieder vorbereiten werden, dass man auch da eine Chance hat, Punkte mitzunehmen. Dann wünschen wir euch eine erfolgreiche Trainingswoche. Viel Spaß und wir sehen uns am Sonntag in Dresden. Alles klar, für euch mich. Dankeschön. Danke. So, Marcel, 2-2 gegen Viktoria Köln nach der ersten Halbzeit. Bisschen enttäuschend, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, wir haben eine brutale erste Halbzeit gespielt. Da war alles dabei. Zweikampfhärte, Tempo im Spiel, Tempo nach vorne. Also das Einzige, was ich den Jungs halt vorwerfen muss, ist, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben. Wir haben die Chance gehabt aufs 3-0, aufs 4-0. Und dann, glaube ich, sieht das Spiel in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders aus. Es war uns schon bewusst, dass Viktoria nochmal rauskommt und Gas gibt, weil 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis. Und dann durch so einen Slapstick irgendwie ein Eigentor kommen die dann nochmal ran und ja, dann haben die eigentlich nur mit langen Bällen agiert und alles hinten raus können wir nicht verteidigen. Und dann spielen wir leider 2-2. Der Matchplan scheint ja aber gestimmt zu haben in der ersten Halbzeit. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Da hat alles gepasst in unseren Augen. Da war Viktoria Köln überhaupt nicht auf Augenhöhe mit uns. Ist es das, was wir uns vorstellen, an Fußball zu spielen? Auf jeden Fall. Ich glaube, man hat gesehen, was der Trainer uns für eine Marschroute vorgibt und wir haben das einfach umgesetzt. Wir haben einfach gemacht, Kopf ausgeschaltet und einfach Vollgas gegeben und ja, darauf müssen wir aufbauen, so müssen wir weiterspielen. Und ich glaube, wir haben ich weiß nicht, ich glaube knapp 4000 Zuschauer heute schon begeistert mit unserem Spiel. Ja, die Stimmung war ja auch sehr, sehr gut hier im Karl-Benz-Stadion. Obwohl der wenigen in Anführungszeichen Zuschauer, zum Glück waren ja genügend da, um Stimmung zu machen. Woran lag es vielleicht am Ende ein bisschen auch kräftemäßig, dass man die zweite Halbzeit nicht mehr so gestalten konnte wie die erste? War man vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen überpaced? Kräftemäßig will ich, glaube ich, gar nicht sagen, weil wir eine richtig gute Vorbereitung hatten, gespielt haben. Ich glaube einfach, dass das ein bisschen schwierig war, weil die halt umgestellt haben auf zwei Spitzen und ja, dann zwei große, kofferstarke Spieler vorne drin hatten und dann eigentlich nur noch mit langen Bällen agiert haben. Ja, wenn du vorne halt
den Meter nicht machst, dann können die unbedrängt die langen Bälle spielen. Und ja, wie gesagt, wir haben halt versucht, alles rauszuköpfen, alles abzuwehren, aber irgendwann kommt halt mal einer durch und das ist halt leider passiert. Und ja, so spielen wir leider halt, wie gesagt, 2-2. Sonntag wartet der nächste Brocken. Also Dynamo Dresden ist ja Aufstiegskandidat Nummer 1, glaube ich, was das Trainerranking mit angeht oder weit oben dabei. Wie gestalten wir das in Dresden? So wie heute auch. Wir wollen unseren Stempel dort aufdrücken. Ich glaube, wir sind berühmt für unsere Auswärtsstärke und wir ziehen unser Spiel durch. Wir spielen das Spiel, was wir heute auch gespielt haben. Wir ändern nichts. Wir wollen genauso auftreten und dann sehen, was am Ende rauskommt. Wir wollen gewinnen, das steht fest. Und wir fahren mit breiter Brust fahren wir dahin. Auf der Hausaufgabenliste weit oben wird wahrscheinlich der Abschluss stehen, oder? Ja, gut, also ich sag mal so, ne, erstmal müssen wir dahin kommen, dass wir viele Abschlüsse haben und viele Chancen uns erarbeiten. Das haben wir heute gut gemacht. Das in jeder Reihe ist auch klar, aber in der ersten Halbzeit hätten wir schon, wie gesagt, den Sack zumachen müssen und ja, ein, zwei Tore mehr machen müssen. Dann bin ich davon fest überzeugt, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Nichtsdestotrotz, wir haben den ersten Punkt geholt. In der neuen Spielzeit können wir eigentlich auch zufrieden sein. Immerhin nicht verloren, wir haben einen Punkt geholt. Wir haben gesehen, wir müssen bis zum Ende konzentriert weiterspielen. Und in Dresden geht es wieder von Null los. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir fahren dahin, wir wollen gewinnen. Und ja, ich glaube, Köln ist auch keine blinde Mannschaft, was sie alles eingekauft haben, von den Namen her. Und man hat trotzdem gesehen, dass wir heute die bessere Mannschaft waren und auch als Einheit einfach auf dem Platz viel besser dastanden als Köln. Danke, Marcel. Danke. So, ganz exklusiv bei uns, Neuzugang. Wir hoffen, dass wir ihn dieses Jahr relativ früh wieder auf dem Feld sehen. Dorio Diering, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Herzlich willkommen. Danke, danke schön. Ich freue mich auch. So, Dori, mein Lieber, Spaß beiseite. Wir haben heute eine überragende erste Hälfte gesehen. In der zweiten Hälfte war irgendwie der Wurm drin. Ich glaube, wir haben uns selbst das Leben zu schwer gemacht und dann irgendwie glücklich doch noch einen Punkt mitgenommen, wenn man sich den Pfostentreffer noch anschaut. Wie hast du es empfunden hier im Stadion? Fans waren da. Ja. Gib mal einen Gesamteindruck. Ne, also ganz, ganz gut eigentlich. Es ist wieder schön, wieder Fans zu sehen hier, weil es hat schon ein bisschen gefehlt die letzten Monate. Zum Spiel denke ich, also wir haben überragende erste Halbzeit gespielt, wirklich, also das war wirklich top von uns. Wir haben richtig viel Druck gemacht vorne und das hat auch Viktoria Köln ein bisschen zerstört, glaube ich. Natürlich muss man halt ein bisschen, glaube ich, mit 3-4-0 in der Halbzeit gehen, dann glaube ich, ist das Spiel erledigt. Und dann zweite Halbzeit, das war klar, dass Viktoria Köln jetzt komplett ändert und dass sie zurückkommen aus der Kabine mit andere Einstellung und andere Körpersprache und das hat man auch gemerkt. Ich glaube, insgesamt glaube ich nicht, dass gerecht ist, das 2-2. Ich glaube, 2-1 hätten wir gewonnen, wäre ganz gut gewesen, glaube ich, und das wäre auch recht gewesen. Ja, man muss halt mit dem Unschien nach Hause gehen oder halt zu Hause gehen und aber trotzdem alles positiv. Ich habe wirklich gute Mannschaft, also gute erste Halbzeit von uns gesehen, zweite Halbzeit war auch gut. Mit bisschen Pech dabei. Das Eigentor von Max, glaube ich, ja, ist wirklich Pech. Aber trotzdem, ganz, ganz guter Eindruck von uns und muss man halt jetzt weitermachen. Wir hatten das Gefühl, in der ersten Halbzeit ist ein wesentlich schnelleres Spiel wie letztes Jahr. Subjektive Wahrnehmung oder war das tatsächlich extremst schnell? Ja gut, also ich habe auch auf der Tribüne gehört, die Zuschauer, die haben auch gefragt, was haben die Jungs heute für einen Drogen genommen? Also das war schon, ja, spritzig. Ja. Die Jungs waren echt spritzig und die waren gut drauf. Ich glaube, viele hatten Bock wieder zu kicken, das haben wir auch gesehen. Und wir haben auch kleine Spieler, die halt sehr, sehr gut Fußball spielen können. Und ja, das macht schon Spaß zu gucken. Wer hat dir heute am besten gefallen? Von außen sieht man es immer ein bisschen anders, wie auf dem Feld. Wen fandst du heute überragend? Es waren natürlich viele dabei, aber hast du irgendeinen, wo du sagst? Ich hab schon einen Top 3. Also bei mir, weil ich auch Offensivspieler bin, würde ich als Rafa, Hamza, Sakiri und Ari. Ari hat auch super gespielt. Ja. Ja, Hamza hat mir heute am Anfang auch brutal gefallen, also wahnsinnig gut. Gebe ich dir auch recht, vollkommen in Ordnung. Jetzt kommen wir aber mal zu dir, mein Freund. Diese Fragen, ja, wann bist du wieder da, weißt du ja, stellen wir nicht.
Wie geht's dir denn und wie siehst du die Entwicklung? Ja, mir geht's ganz gut. Also ich bin endlich mal mit der Entwicklung zufrieden. Also es hat richtig, richtig lange gedauert, bis ich nach vorne komme. Jetzt ist endlich mal der Fall. Ich kann immer mehr von Woche zu Woche mehr machen. Bin endlich mal draußen, ein bisschen auf dem Platz. Das ist schon erstmal gut mit Ballarbeit und so weiter. Deswegen, ja, ganz guter Eindruck und ich würde auf jeden Fall wieder spielen. Hast du persönlich ein Ziel als letzte Frage, so uns kurz einzugrenzen? Ja, also ich schnell wie möglich natürlich, aber man kann halt keinen Zeitpunkt geben. Ich glaube, ja, ich wäre einfach ganz, ganz glücklich, wenn ich ohne Schmerzen alles machen kann. Und ja, das wäre mein größter Traum jetzt. So, nehmen wir das mit. Wir wünschen dir weiterhin einen super Heilungsprozess, dass das vorangeht und dass wir dich bald wieder im Stadion sehen. Ja. Und dass dich ich wieder zum Interview kommen kann. Ne? Ja, mit Trikot. Ja. Dann mit wieder, Trikot, ja, wieder mit einem verschwitzten Trikot, ja, Dori. Ja, 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 alles klar. Ich freue mich auch. Wir freuen uns und wünschen dir alles Gute. Danke dir. Okay, danke.